Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Könnte ein klasse Spiel werden. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Vorteil bei diesem Zweikampf. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Giri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen Sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Effe drin und der Ball dreht sich in den Kasten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt müssen Sie aufpassen. Gute Pässe jetzt. Und jetzt die Chance. Noch ist die Chance da. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken dürfen. Direkt noch ein Tor. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Gut den Ball verteidigt. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Jordi Wehrmann. Klasse Aktion da. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Was macht er draus? Schau! Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Fairer Einsatz hier. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, das. Da ist die Chance. Die Chance. Das ist noch gefährlich. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt.
Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Das könnte was werden. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da hat er die Chance. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Jetzt ist die Kugel weg. Einwurf. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Sie sind heute einfach sehr offensiv stark. Immer wieder tolle Möglichkeiten. Und dann brauchst du eben auch die Coolness, die Cleverness, die Dinger zu machen. Dann hast du so eine Führung. Er passt ihn auf den Flügel. Lange Flanke jetzt. Der ist noch heiß. Ballgewinn, gefährliche Position. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Oh, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Jetzt kommt der Wechsel. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Das wird Ecke geben. Ecke kommt. Da können sie klären. Ja, könnte was werden. Ganz stark abgeblockt. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Da sehen wir es in der Wiederholung, wie er den Ball volle nimmt mit ganz viel Mut und Power. Und das zahlt sich aus. Ein wunderschönes Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Vier Treffer nach 45 Minuten, da können wir uns nicht beschweren. Pausenstand 3:1. Er ist heute einer der auffälligsten. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Und er gibt abseits, das war eng. Da muss der Trainer nun an sein Team denken. Er nimmt den vorbelasteten Spieler runter, damit sie nicht auch noch in Unterzahl spielen müssen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Schönbechler. Vielleicht jetzt der Anschlusstreffer. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Geblockt vom Verteidiger. Ecke kommt ins Zentrum. Erstmal geklärt.
Ball kommt rein. Gefährlich. Könnte was werden. Der Ballverlust. Martin Friedeck. Jordi Wehrmann. Schopp. Geht jetzt in die Mitte. Mit etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Schöner Steilpass. Guter Vorstoß jetzt. Glanzparade gehalten. Jetzt kommt die Ecke. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt. Jordi Wehrmann. Schopp. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Martin Friedeck. Jetzt wird's gefährlich. Klasse Chance jetzt. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Gute Aktion. Ball draußen, gibt Ecke. Jetzt kommt der Wechsel. Die Ecke kommt rein. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Chance zum Anschlusstreffer. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da trennt er ihn fair vom Ball. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Stark gemacht. Klasse Treffer! Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. 4-1 jetzt also. Eine Minute noch. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Wir haben den Schlusspfiff in diesem Spiel. Die Gäste haben diese Partie also verloren. Heute hat man bei dieser klaren Niederlage gesehen, wo es noch hapert in der Mannschaft. Der Trainer ist gefordert.
Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Er hat heute sein Tor gemacht, hat dann am Ende auch den Sieg eingefahren. Das ist Grund zur Freude, keine Frage. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen Sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Getroffen hat. Absolutes Traumtor. Ja, könnte was werden. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Stark gemacht.